Der Effa-Tempel wird wohl von einer Delphinia verwaltet. Sie ist tatsächlich wohl eine Geweihte. Was mit ihrem Tempel selbst passiert, das weiß ich nicht, aber sie predigt einen sehr seltsamen Sermon von den Launen ihres Herrn, der sich im Versenken der Frevler ergötzt. Also ein Effort, der Unschuld, naja, was heißt Unschuldige? Ein Effort, der Seefahrer ertränkt. Wir sollten uns trotzdem an diese Frau halten. Vielleicht kann sie uns helfen. Ihr solltet allerdings vorsichtig sein, wie gesagt. Es kann sein, dass sie vielleicht nicht unbedingt paktiert haben, aber dass sie trotzdem innerhalb dieser Jahresfrist verrückt wurden. Wie Und jeder viele. innerhalb der Stadtmauern steht unter dem Verdacht des Paktes. Wie viele Hexen werden wohl in der Stadt sein? Hexen? Viele. Immerhin ist ein jeder, der nicht nach Farchoruf verbannt wurde, konnte dann auch hier Einlauf nehmen. Der Hafen könnte ebenso von den Malmern oder anderen Meereskreaturen in Beschlag genommen worden sein. In Janka ist das natürlich umso schlimmer, aber vor allem, wenn ihr so tief in die Gassen schaut, könnte es sein, dass ihr dort Kreaturen seht, die aus den Untiefen entstiegen sind. Außerdem wird es sicherlich eine ganze Menge an Gräulmen geben, da, wie Verdammte gesagt, Gräume. ich sagte ja bereits, dass der Erzdämon des Vex dieser Stadt näher steht als der ehemalige Handelsgott. Und man kann diesen Wesen nicht vertrauen. Da habt ihr vollkommen Ah, recht. da Diese spricht in der Wesen. Tat ein wahres Wort. Ihre Diese Gier ist Seelenlosen. unendlich. Ja. Seelenlose Mistkerle. Schrecklich, wie sie die Adern und Gebeine der Sumu ausbeuten. Es ist, oh, es ist furchtbar. Sie verschwören sich gegen uns alle. Ich sag es euch noch einmal. Diesen Gräulmen kann man nicht über den Weg trauen. Wir haben mehrere Regeln, so etwas wie höre alles und glaube nichts oder flüstere dich zum Erfolg. Andere Dinge, die sie sagen, ist, dass Krieg gut ist fürs Geschäft, aber genauso ist Frieden gut fürs Geschäft. Man sollte sich niemals mit ihnen verbrüdern oder gar einen Vertrag mit ihnen abschließen. Richtig, Gräulme dienen immer nur den Gräulmen. Das ist furchtbar. Ganz, ganz, ganz gefährliche. Kommen wir zurück zu dem, was wir wissen. Ach ja. Wie war die Situation der Stadtverteidigung, bevor Hafaxi durchgerollt ist? Die Stadt stand vor allem unter einer Wolke der Angst, den dieser Trapper-Merisa dann auch aufrecht gehalten hat. Herrschaftliche Einrichtung der einen und der alleinigen. Es war verboten, ihren Namen zu nennen. Nicht aufgrund der Macht der wahren Namen, sondern weil der Mensch unwürdig ist und ihren Namen nicht nennen darf. Wie gesagt, wer keine Dornrosenblüte trägt, der wird versklavt. Und man konnte in einigen der Wettstätten konnte man seine eigene Freiheit anbieten, die jedes Mal genommen wurde. Ködert und lockt. Was ist eigentlich unser genauer Plan jetzt für diese Stadt? Wir werden uns an den Hauptstraßen halten, hindurchreiten, zum Palast als erstes hin und auf dem Weg dorthin jeden einzelnen Untempel einreißen. Wie schätzt ihr? Wisst ihr, wer die Stadtwache kommandiert hat? Das weiß ich leider nicht. Ich habe mich mit der Stadtwache so gut es geht nicht abgegeben. Nun gut, wie würdet ihr ihr Verhalten einschätzen, wenn Hafax angreift? Ich nehme an, sie wären nicht im Kampf gestorben. Wären sie geflohen oder hätten sie sich auf den Tempelberg zurückgezogen? Also, ich kenne den Fürst Komtur selber nicht, weil ich ihn noch nie gesehen habe, aber ich glaube nicht, dass er sie hat am Leben lassen. Seht ihr vor der Stadt, vor der Mauer diese Dinger? Ich erkenne nicht genau, was ihr meint. Ich Ich sehe glaube, nur das viel sind noch Unrat. mehr Boronsräder, wie wir sie auch vor kurzem gesehen haben. Ich glaube auch, wenn er irgendwo Hexen gefunden hat, wird er sie mitgenommen haben, gegen ihren Willen. Bin mir nicht sicher, ob Hafax ein Mensch ist, der Hexen traut. Er Egal. muss Er ihnen muss sie nicht nicht trauen, trauen, um um sie sie auszunutzen. auszunutzen. Ich bin mir nicht gerade sicher, ob es klug ist, mit einem Reiter her von 100 Personen eine 170, Stadt oder? anzugreifen. Einen Straßenkampf würden wir nicht überleben. Moment, wie viele hatten wir? 175, oder?
150 von Iphemia, von Nahuabat und ihr plus die 5. Nun, die Straßen sehen mir breit und gut ausgebaut aus. Nun, diese Straßen können sich schnell zu einer Sackgasse entwickeln und dann sind wir gefangen. Ich empfehle euch, wenn es dort Hexen gibt, die sich auf die Beeinflussung von unseren Sinnen verstehen, sollten wir uns alle, wenn wir erst einmal die Stadt betreten haben, gut konzentrieren. Sind die Tore offen? Ich kann einen neuen Segen sprechen. Auf uns. Das wäre auch hilfreich hier. Sollten alle Reihe um ihre Hilfe bitten, bevor wir einreiten. Stehen die Tore offen? Wenn ich das erkennen kann, ja. Die Tore standen sonst auch immer offen. Es gibt kaum einen Grund, sie zu schließen. Warum auch? Es ist eine offene Stadt. Eine Stadt des Handels. Wie wäre folgender Plan? Vor allem die Alanfaner haben mit Elburum gute Geschäfte gemacht. So wie erklärt ist das Viertel, durch das man von Richtung Praias aus in die Stadt einreitet, relativ dünn besetzt, richtig? Bauern und so? Fellerkant, ihr könntet jetzt über die Hauptstraße hier einreiten oder ihr nehmt die Straße dort oder dort? Sagen wir, wir reichen ja dann dort hin. Ich nehme an, wir stehen exakt westlich vor der Stadt. Ich muss mal da gucken. Steuerung F, ihr steht gerade hier oben. Ja, genau, also westlich. Norden ist hier. Genau, richtig. Ihr steht hier und könntet dann durch das Satrapa-Tor durchreiten. Alternativ könntet ihr natürlich auch so einen kleinen Umweg nehmen und dann hier einreiten. Das ist aber alles Fellerkant. Also das ist das ganze Bauerndorf. Und ihr werdet auch in Erfahrung bringen, dass es einen zweiten Befestigungswall im Inneren gibt. Mhm. Und da fängt dann Gedränge in der Stadt an. Also da sind dann die Gassen besonders eng und die Häuser besonders hoch und viele Schatten, die dann die ganzen Häuser dann verdunkeln. Also es ist eigentlich egal, von wo ihr einreitet, das, wo ihr ankommt, ist Fellerkant. Aber das Tor, an dem wir jetzt sind, das ist schon das Haupttor, also wo auch Hafax durchgeritten werden. Also das vermutest du auf alle Fälle, ja. Davor stehen, wie gesagt, die Boronsräder. Und wenn Hafax wohl diese Hauptstraße genommen hat, dann wird er hier eingeritten sein, ja. Nun, was haltet ihr davon? Wir raten zunächst einmal ein. In diesem Bauernviertel sollten wir gut sehen und uns frei bewegen können. Von dort aus suchen wir einen Weg durch den inneren Wall. Mit Glück sind die Tore offen. Wenn wir keinen allzu großen Widerstand erwarten, sollten wir uns in drei Teile aufteilen. Eine Schwadron wird den Hafen sichern, eine weitere den Zugang zum Tempelberg blockieren. Und was du die dritte, kümmert sich um die Tempel. Sobald die Stadt größtenteils gesichert ist, können wir uns dann in aller Seelenruhe den Tempelberg vornehmen. Ich würde ungern die Truppe in drei Teile aufspalten. Ja. Der Hafen ist doch relativ weitläufig und in den Gassen könnten sich noch irgendwelche Leute verbergen. Ich denke zwar, dass auf dieser Hauptstraße, dass Hafax dort kurzen Prozess gemacht haben wird und alles freigeräumt haben wird und wahrscheinlich auch recht viel zerstört haben wird, aber man kann sich nicht sicher sein, ob sich nicht noch irgendwer irgendwo verbirgt. Von daher würde ich gerne die Truppen zusammenhalten oder zumindest nur in zwei Teile spalten. Und wenn wir sie zusammenhalten, müsst ihr allerdings auch bedenken, dass diese Masse an Leuten sich nicht mehr vernünftig bewegen kann auf so engem Raum. Richtig, also wir müssten tatsächlich in zwei Teile spalten, wobei der eine Teil die arbeitenden, durchsuchenden Leute schützt. Gut, was haltet ihr von folgendem? Wir reiten über die Hauptstraße ein durch das Satrapentor. Blicken wir uns kurz in diesem Bauernviertel um. Wenn wir keinen Widerstand erwarten, versuchen wir durch das Tor auf der Hauptstraße ins Hafenviertel einzudringen. Von dort aus, ja, Boltax? Nun wäre es dann vielleicht nicht sinnvoller, durch das Bab-el-Dama-Tor zu gehen. Wo könnten wir direkt Richtung des Tempelberges vordringen. Dort könnten wir uns aufteilen. Ein Teil wird sich dem Hafen annehmen, das wäre der größere Teil. Und der kleinere Teil könnte den Tempelberg nehmen. Nun ja, ich sehe den Vorteil dahinter. Ich hatte gehofft, wenn wir durch das Satrapentor reiten und die Hauptstraße nehmen, dass wir einfach in den Hufspuren von Helmer Hafax reiten können und er sämtliche Arten von Verteidigungen, die errichtet wurden, bereits hinweggefegt hat. Nicht, dass das wird er mit Sicherheit getan haben. Nicht, dass wir auf den anderen Wegen noch auf errichtete, aber nicht benutzte Barrikaden stoßen. Vor allem unser Hauptziel sollte dieser Satrapa sein, Merisa. Schlagt der Schlange den Kopf ab und der Rest unter Leib stirbt.
Ich denke auch, wir sollten dem Vorschlag unseres Geoden folgen und zumindest den Zugang von Entsatztruppen aus dem Rest der Stadt abschneiden und uns zuerst um den Palastbezirk kümmern. Und ihr habt der recht. Hafen wird nicht weglaufen. Ihr habt recht, ich habe in der Tat nicht bedacht, dass sie sich der Falken entledigen und versuchen könnten, uns in der Stadt doch noch zu stellen. Ihr mögt zwar Fremde für mich sein, aber dennoch... meine Truppen, meine Grenzreiter tragen weiterhin das Zeichen und die Heraldik von Nahuabad auf ihren Schultern und dementsprechend werden die Elburumer, so denn noch welche unter ihnen sind, sicherlich nicht wissen, dass wir den wahren Araniern dienen. Und dann schlage ich eine List vor. Ich bin skeptisch, aber gewillt euch zuzuhören. Tut so, als hättet ihr uns gefangen genommen und führt uns vor die Schlange. Dann schlagen wir ihr den Kopf ab. Gefällt mir nicht. Einfach, effizient. Das gefällt mir sehr gut. Das mag einfach sein, aber es beraubt uns auch während dieser ganzen Prozesses der Möglichkeit, Kontrolle über die Stadt zu übernehmen. Nun, dennoch aber ist es dann positiv, wenn wir sie von innen heraus angreifen können und sie bis dahin denken, wir wären Verbündete. Zumal es natürlich, natürlich eine sehr große Lüge wäre. Ich muss eine auch Lüge, sagen, die dass ihr es nicht aussprechen müsst. Hinzunehmen ist fast genauso schlimm, wie sie auszusprechen. Eine solche Liste ist auch der Rondra nicht besonders gefällig. Also, aber eurem Fuchsgott, oder? Ich sehe klar den taktischen Vorteil, sicher. Aber was, wenn nicht unsere Moral ist es, die uns von den Dämonenanbetern unterscheidet? Ihr würdet doch Fex wohl nicht zu den Dämonen zählen. Ich denke nicht, dass dieser Kriegsgott. Wir müssen nicht lügen, um diese Nicht hier zu ziehen. Ich denke nicht, dass dieser Trapper an sich unser Problem sein wird. Unser Problem wird sein, die Bevölkerung dazu zu bringen, unserem Willen zu folgen. Sobald das erledigt ist, haben wir die Stadt im Grunde in der Hand. Und dieser Trapper im allergrößten Notfall auszuhungern, ist nur eine Frage der Zeit. Warum sagen wir nicht einfach gar nichts und reiten inmitten dieser nahuabadischen Reiter ein? Schauen mal, ob wir es in das Palastviertel schaffen und dann sehen wir weiter. Wenn ihr wisst, wie boshaft dieser Trapper Merisa eigentlich ist, dann würdet ihr, glaube ich, wenig zögern. Von dem, was wir bis jetzt gesehen haben und so wie diese Stadt riecht, kann ich es mir denken. Und alles, was wir machen müssen, sind... und vielleicht ein Tuch über unseren göttlichen Zeichen tragen. Ich glaube, es ist die eine Sache, wenn man Menschen foltert oder sie quält, in dem Wissen, dass man dieses Leid mit einem Fingerschnippen beenden könnte. Es ist aber etwas ganz anderes, wenn man seine eigene Tochter quält. Führt aus. Genau dies tat Merisa mit ihrer Tochter Karena. Ach, wartet mal, das ist doch die von der Akademie in Zorgan. Die Spektralität aus Zorgan, genau. Ja. Stimmt. Das ist ihre Tochter? Interessant. Doch, das hatte ich einmal gelesen. Ich war ja im Tempel. Sie ist eine gehässige und boshafte alte Hexe. Nun, nicht mehr lange, hoffentlich. Und bei Hexe hattet ihr mich. Seht ihr, also mein Plan... ist doch ganz gut. Tun wir es nicht mit Praios, sondern tun wir es mit Fex. Einverstanden. Jalan, denk doch daran, wenn ihr einmal Hafax bringen wollt, irgendwann mal, dann müsst ihr euch auf solche taktischen Überlegungen auch mal einlassen. Oh, der ist gut. Warte, ich würfel mal. Ja, dann denkt an eure Bandstrahler-Tage zurück. Überraschend beim Feind aufzutauchen, wenn er es nicht erwartet, das ist doch immer das Schönste. Gut, von Hafax zu lernen, hat schließlich siegen zu lernen. Wir werden wir werden uns wohl kaum in Ketten legen lassen. Wir lassen euch einfach mal voranreiten. Wenn wir dann drin sind, was, springen wir von den Pferden und stechen sie ab? Hoffen, dass der Rest schon eingeschüchtert genug sein wird, um uns Folge zu leisten. Ich denke, auch bei einer solchen Person sollten wir uns nicht lange mit Worten aufhalten. Und dann schlage ich allerdings doch wieder eine Dreiteilung vor. Eine Dreiteilung?
unserer Streitkräfte. Mit einem Teil reiten wir auf den Tempelberg. Ein zweiter sollte auf der Hauptstraße verbleiben und dort die Tempel sichern. Dort die Tempel in Besatz nehmen. Ein dritter sollte sich um den Hafen kümmern. Ich denke, das sind die drei wichtigsten Ziele, die wir erreichen können. Ja. Aber Jalan, wir hatten doch gesagt, der Hafen läuft nicht weg. Wenn wir jetzt unsere gesamten Truppen über diese breite Straße und den Hafen strecken, das ist viel zu riskant. Der Hafen mag nicht weglaufen, die Schiffe können sehr wohl wegrudern. Vor allem, wir wissen nicht, wie groß die Besatzung dieses Schlosses ist. In richtig. Wieso nicht einfach den Zugang zu diesem Palastbezirk zu machen? Richtig. Eine Zweiteilung ist durchaus sinnvoll. Ein Teil der Truppen geht mit uns auf den Palastberg, der andere sichert unseren Rückzug, so er denn nötig sein müsste, und sorgt dafür, dass niemand zum Palastberg durchdringen kann. Eine strategische Reserve zudem. Genau. Oh Gott, ihr habt recht, der Hafen läuft nicht weg. Sehr gut. Ja, dann wollen wir beten. Wenn ihr das Gebet doch wohl leiten würdet, ich denke, an diesem Plan ist die Geduld meines Gottes bereits genug strapaziert. Ja, da möchte ich den Harmoniesegen wieder doppelt aufgewertet sprechen. Auf 10 oder nur auf Jalan? Auf 10. Auf 10. Wer ist dabei? Unsere Gruppe und so viele von den Kriegerinnen, die wir mitbekommen haben, die hineinpassen. Ich glaube, grün auf grün ist nicht ganz gut. Nimm sonst mal lila. Gerade. Lila ist immer gut, deswegen färbe ich die Tokens auch mal mit lila ein. Lass mich das alles einmal löschen und neu machen. Steuerung Z. Ja, dann kann Kiaras seinen PP-Segen sprechen. Ich will Kiaras PP nicht haben. Was für ein Lügner du bist. Erwischt. Ja, möchtest du wieder Punkte beisteuern? Ich würde mich zurückhalten und lieber Preis um Vergebung bitten. Gibt es an diesem Ort irgendwelche Abzüge wegen der Schlampe? Oh, meinst du wegen Ephemia selber? Nee, wegen der Schlampe. Also Oron, ich gebe dir mal eine -1, weil du in Oron stehst. Okay, Jana bietet mit, dass du wieder eine +1. Also eine +1, genau. Ja, dann bietet das wieder eine dazu. Ich werte auf, das ist dann das ist dann +2. Ich bin harmonisch wie nichts Gutes, also sind wieder -2, also 0. Ja, das kann man doch mal einen Segen nennen, oder? Ja. Erste Schwadron, zweite Schwadron, das heißt, du willst aus den 170 dann gleich teilen, oder? Ich denke ja, oder hat jemand einen anderen Plan? Ich meine, eigentlich ist ein Schwadron 50 Mann, aber wenn die ein bisschen übergewichtig sind, ist egal. Ja, zwei teilen ist gut. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde vorher noch anderes machen, ich würde vorher noch ein Seidentaschentuch aus meiner Seitentasche holen und einen Duftzauber auf dieses Seidentuch sprechen. Einen Duftspender, Weihrauch, Wolke, Wohlgeruch. Ich lasse mir dafür Zeit. Der Geruchsspender ist eine +4, ist eine um 1 erschwerendes. Interessant. Joa, was ein Wurf. Und ist ganz gut gelungen. Ich gebe dir auch gerne das Rosenwasser, das ich dabei habe, als Medium. Brauchst du nicht. Weihrauch, Wolke, Wohlgeruch, Blütenduft aus Haut und Tuch. Und dieses Tuch, Leintuch, riecht jetzt nach einer Mischung aus Tabak, ein wenig Ambra, ein wirklicher Wohlgeruch, etwas zitronig. Ist das nur ein Tuch oder sind das mehrere Tücher? Ein Wie viele Tuch, kannst du damit ein Tuch sprechen? Denke ich. Hänge mir dieses Tuch, also binde mir das Tuch vor die Nase. Ja, so ein bisschen als Schleier. Kannst du mit deinem Turban dann verwickeln. Denke ich, werde einfach einen Lappen in Wein trinken und mir bei Gelegenheit vor die Nase halten. Ja, ich stelle allen, die es brauchen, Rosenwasser zur Verfügung. Oh ja. Das nehme ich gerne. Komme ich als Reiherge weiter damit. Ja, die Vorbereitung ist tatsächlich auch ganz gut. Die Grenzreiter, wenn ihr dann nach und nach dann
großen Schritten dann auf den Eingang im Norden einreitet und dann das Bab el-Damat-Tor benutzt, was dann in der Nähe von Shorioth liegt, könnt ihr sehen, wie die sich nach und nach von kleinen Jungen und Mädchen, von Sklaven ohne Haare, allesamt kahlrasiert, nicht einmal die Augenbrauen haben sie mehr, und mit Sklavenringen aus Eisen um den Hals, um die Hände, um die Füße, werden sie sich dann auch einzelne Dufttücher aushändigen lassen. Iphemia hat auch ein eigenes Tuch und trotz eurer Magie, trotz eures heiligen Rosenwassers, ist diese schwere Luft atemberaubend. Unendlich viele verschiedene Gerüche. Es riecht nach Duftölen, nach ungewaschenen, verschwitzten Körpern, nach Garküchen, nach Tavernen, nach Blut. Ihr seht die Fliegen, die als schwarze Wolke über euch kreisen und summen und surren. Und es ist absolut widerwärtig. Ein jeder, der hier herumläuft, selbst dann auch in diesem Bauernviertel, wird dann mit einem solchen Tuch dann ausgestattet sein, die dann hier, wie gesagt, auch verkauft oder ausgehändigt werden, vor allem an Reisende verkauft, aber gut, wenn jetzt Iphemia kommt mit einem Herr, dann wird man da wenig verkaufen dürfen. Es ist absolut widerwärtig und penetrant. Die Gassen sind dann hier noch weniger eng, noch sehr frei. Es ist, wie gesagt, ein Bauerndorf, möchtet ihr meinen, was vor der eigentlichen Stadt liegt, aber dann hier noch einmal eine eigene Stadtmauer spendiert bekommen hat. In Fennekant sind die fremden Gäste gar nicht so sehr erwünscht. Es herrscht hier eine ganz eigene Stimmung, eine eigene Betriebsamkeit. Ihr seht hier auch, wie die Leute auf dem Feld stehen und arbeiten und euch mürrisch ansehen. Es herrscht eine ganz merkwürdige Atmosphäre hier. Ihr seht bei niemandem sonst irgendwelche Waffen, sondern nur Bauerngerätschaften, die sie hier bräuchten. Die Tore stehen offen. Es gibt keine Stadtwachen, die könnt ihr dann auf Bohrenräder aufgespießt erkennen. Sowohl hier vor der ersten, vor dem ersten Stadttor als auch vor dem zweiten, wenn ihr dann einreitet. Und an Omas Glückspalast vorbeikommt, einer weiteren Spielhölle. Bis ihr dann in das eigentliche Elburum vordringt. Zinbabiel. Wenn ihr euch ein bisschen umblickt, könnt ihr zu eurer Rechten dann auch den Tempel von Al-Sali Al-Saliri erkennen, der einen und einen einzigen, ehemals Raya, mittlerweile Belkedel. Der ganze Tempel ist mit blutiger Seide verhängt, sodass es ein widerwärtigen Geruch gibt nach altem abgestandenen Blut, der sowieso überall über der Stadt hängt, aber besonders hier. Ihr könnt auch einige Skulpturen aus Menschenhäuten erkennen, die hat Hafax wohl nicht abgehängt, das war ihm relativ egal, aber die Priesterinnen hängen ebenso gehäutet davor. Es handelte sich dabei wohl um vor allem Frauen, aber auch Zwitterwesen. Ihr könnt auch einige Leftans Mannwitter erkennen, die hier ebenso aufgespießt worden sind und die deutliche Zeichen des Fürstkomturs und seiner maraskanischen Rose zeigen. Direkt vor euch könnt ihr dann auch den Tausend und einen Rausch erkennen, also den ehemaligen Orangentempel von Travia, mittlerweile ein Bordell. Es geht weiter mit einer Goldziggurat, vor der viele kleine Gräume stehen, die jetzt gerade wohl irgendwelche Verträge abschließen und euch gierig mustern, euch skeptisch betrachten. Jalan und Boltax haben wohl kurz, während ihr euch trennt und dann spaltet, kurz habt ihr das übermächtige Gefühl, dass ihr euch hier von euren Fesseln lösen wollt und dann diese kleinen Gräume abschlachten wollt. Also diese Stimmung, diese greifbare Stimmung, die euch dahin hier mitnimmt, schon sehr schwer, das alles zurückzuhalten. Es gibt ein großes Badehaus, ihr könnt dann vor dem Tor der Erleuchtung stehen bleiben. Und auch hier seht ihr, wie die Tore aufgebrochen sind und die Wachen davor aufgespießt sind. Also Helmarfax hat hier kurz einen Prozess gemacht. Allerdings könnt ihr trotzdem sehen, dass es hier wohl eine weitere Stadtwache gibt. Also es gibt zum einen dann die Leute, die aufgespießt davor stehen und hängen, aber eben auch jetzt weitere, die jetzt hier mit Speeren bewaffnet euch mustern und die Einreise dann nach Shorioth selbst verhindern. Also
Irgendwer wird da wohl um Nachschub dann gebettet haben. Auf welcher Sprache haben sich die Grolme unterhalten, als wir an ihnen vorbeigefahren? Auf Grolmisch. Okay, habe ich irgendwas verstanden? Ja, du kannst Grolmisch. Aus natürlich. Der Entfernung ist das natürlich schwer, aber klar, kannst mal auf Sinnschärfe würfeln, wenn du willst. Jo. Ich kann kein Grolmisch, also nehme ich an, sie haben um meine Seele geschachert oder so. Immer nur das Schlimmste. Wie hoch ist ein Grolmisch? Ein Grolmisch, ich muss gerade noch gucken, das steht unter Sonstiges, 7. Sie wetten gerade miteinander, dass Iphemia, sie haben das Wappen wohl erkannt, Iphemia wird jetzt höchstwahrscheinlich die Satrapa genauso verraten, wie es Helmachfax getan hat. Und das sind wohl die Wetten, die jetzt gerade angenommen werden. Jemand wird gleich sehr reich. Ich, wer ist am nächsten? Wer sitzt am nächsten bei mir? Von meinen Leitern. Würfel sonst mal ein W4. Kannst du das auch mit einem W4 bestimmen? Ja. Die 1, aber mir.